Alright, Leute, es geht weiter mit XCOM und wir sind vor der Entschärfungsmission. Haben hier vom Rat eine Special Mission gekriegt für 123. Ich sag einfach mal ab jetzt Dollar. Wir kriegen noch 4 Wissenschaftler, verringern die Panik. Sehr schön, ich sag mal, starte den Einsatz. Einen ganz fixen Blick. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Ja, der Fortschritt. Die Sache ist, jetzt haben wir einen Stürmer, einen Schweren, einen Unterstützer dabei. Ist schon keine schlechte Sache. Ich glaube, was mache ich? Ignis Rex. Verpasse ich dir noch eine Nanofaserweste? Wäre eigentlich eine ganz gute Sache. Ich bin zwar super knapp, was gerade die Kohle angeht. Mal einen ganz schnellen Blick. Was kostet mich so eine Weste überhaupt? Nanofaserweste 13. Ich bräuchte noch 11. Sollte zu machen sein. Ich mache ziemlich viel Gebrauch vom Schwarzmarkt, versucht diesmal ein bisschen andere Taktik zu fahren und extrem schnell so viel mit Satelliten abzudecken wie möglich. Mein Plan oder der perfekte Plan wäre so im vierten, ich denke mal fünften Monat, mindestens ja alle bis auf 2 Kontinente abzudecken. Ich hoffe, das klappt. Schauen wir mal. 12, was stand eben? Egal, ob auch 15 da stand, schon wieder die Zahl vergessen. Wir springen einfach nochmal kurz in die Technikabteilung, bauen die letzte Nanofaserweste für... Aha, nochmal was anderes. Ich könnte auch einen Scope bauen, was die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht. Ziemlich hilfreich für alle Heavies, denn Heavies sind dafür bekannt, schlecht zu treffen. Machen wir vielleicht sogar das oder nicht so früh im Spiel? Ach komm, so machen wir's. Ich kaufe einen Scope. Besser gesagt, wir lassen es herstellen. Ab zur Mission. Genau, wir starten den Einsatz. Und Endgamer, ich wechsle deine Nanofaserweste gegen einen Scope, auf das du besser triffst. Ignis, komm her, schnapp dir. Nein, das wollten wir nicht. Die Weste. Denn wer weit nach vorne rennt, und das bist definitiv du, muss auch was aushalten. Normalerweise nehme ich immer einen frischen Rekruten mit, aber solange die Jungs alle noch so frisch sind, kann es nicht schaden. Na dann, schauen wir mal, was abgeht. Ab nach Brasilien. Ja, wenn die internationalen Flüge mal so schnell wären, beginne den Angriff. Wir müssen uns ja nicht jedes Mal anschauen, wie unser Skyranger hier landet. Haben um Hilfe gebeten. Daher ist das unser nächstes Ziel. Okay, es wurde eine Bombe von den Aliens irgendwo hingestellt. Es gibt so kleine Stellen, kleine Transmitter, die Energie sammeln für diese Bombe. Das bedeutet im Grunde, ich muss nach und nach vorrücken, immer diese passenden Teile deaktivieren, damit die Bombe nicht ganz schnell hochgeht und mich einfach über die Karte nach vorne kämpfen. Ja, das meinte ich, wir müssen uns nicht jedes Mal angucken, wie unser Skyranger landet. Deswegen werde ich die ab jetzt einfach mal mit Escape abbrechen. Strike One, wir haben eine Plasmabombe entdeckt, wie es scheint. Ausgerechnet auf einem Friedhof. Ich vermute, die Aliens haben absichtlich die zentralste Stelle gewählt, die sie finden konnten. Wenn wir die Waffe nicht entschärfen, bevor sie voll aufgeladen ist, wird die umliegende Stadt ausgelöscht. Und unsere Sensorsignale lassen vermuten, dass es sich hierbei um einen Mechanismus zum Scharfmachen der Bombe handelt. Na, da wird's doch nochmal erklärt. Die Aliens übertragen Energie von dort direkt zur Bombe. Wenn sie diesen Energieknotenpunkt deaktivieren, haben sie mehr Zeit, um den Sprengkörper zu finden und zu entschärfen. Neues Ziel erhalten. Ja, habt das jetzt. Genau. Naja, ihr könnt es sogar besser erklären als ich. Wir sind auf dem Friedhof. Gut, in der Mitte ist ein kleines Mausoleum. Da können sich ordentlich viele verstecken, wo auch immer sie sind. Gut, wie gehen wir die ganze Sache an? Wen wollen wir vorne haben? Natürlich unseren Stürmer Ignis. Und was der Junge als erstes macht... hin und den ersten Knotenpunkt deaktivieren. Ist auch gleich eine halbe Deckung. Ich glaube, ich lasse ihn erstmal stehen. So. Sie haben etwas Zeit gewonnen, aber Sie müssen sich trotzdem beeilen, sonst... Sie wissen schon. Ja, ich weiß Bescheid.
So, Sephestia, wo packen wir denn unseren Scharfschützen hin? Lassen wir dich hier oben? Solange ich da unten nicht sehe, wahrscheinlich keine blöde Idee. Alles nur halbe Deckung und ich will jetzt nicht sofort da groß reinsprinten. Halbe Deckung muss erstmal ausreichen. Genau. Finrak, dasselbe mit dir. Halbe Deckung. Nichts entdeckt. Das ist absolut akzeptabel für die erste Runde. Alles schön erstmal zurückhalten. Sephestia geht in Deckung und der Rest auf. Ups. Feldposten. Na dann. Put, 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 put. Nein, keiner zeigt sich. Okay, bewegen wir uns mal ein bisschen westlich über die Karte. Ein Gamer springt schon mal in volle Deckung. Sehen wir da oben was? Immer noch nicht. In Ordnung. Ignis, Ignis, Ignis. Was tun wir? Gehen wir da oben? Volle Deckung, aber ziemlich weit über die Karte. Da sehen wir zum Beispiel den nächsten Knotenpunkt an der oberen Stelle dort. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Nicht zu weit. Da ist auch noch ein Knotenpunkt. Ich glaube, das probieren wir einfach mal. Und Sektoiden. Vielleicht verwenden sie es als eine Art Infiltrationseinheit. Ich empfehle, aber, es für genauere Untersuchungen gefangen zu nehmen. Ist es nicht der Text für die Schlangenmenschen? Na, sind die hier irgendwo? Jetzt sehe ich nämlich keinen mehr. Eigentlich war das nicht der Text zu den Sektoiden. Na gut. Ich werde mich nicht beschweren. Wir verstecken uns wo genau? Hier ist es auch eine halbe Deckung. Ah, wahrscheinlich. Lassen wir den guten Finrak mal hier unten stehen. Ab auf Feldposten. Sephestia, du siehst noch niemanden. Und ich bin nicht so scharf drauf, ihn gerade zu bewegen. Ne, lassen wir es einfach mal so. Wir bleiben bei Feldposten, gehen die ganze Sache ein bisschen ruhig an. Da ist ein Sektoid. Na, siehst du uns? Ups. Schön daneben geschossen. Ah ja, ganz schön brenzlig. Da hat er recht, der Gute. Okay, da zu dem Knotenpunkt. Ob es uns reicht... ich bewege mal... Wen bewege ich zuerst? Ignis, du siehst deinen Gegner mit 34% nicht wahnsinnig viel. Ich könnte probieren, die Fähigkeit des Stürmers einzusetzen, hier nach vorne zu sporten und ihm direkt eine Packung zu verpassen. Nur bei solchen Sachen muss man aufpassen. Wenn es nicht hinhaut, stehe ich einfach mal ganz blöde direkt vorm Gegner. Und so wenig wie die Jungs derzeit noch aushalten, will ich das nicht unbedingt machen. Kleiner Versuch. Ich guck mal, ob Endgamer hier hinter voller Deckung den Sektoiden sieht. Ja, sieht er sogar. 58%. Das probieren wir aus. Ah, schade, schade, schade. Ja, ärger dich. Okay, Finrak, rennst du nach vorne? Ich glaube, das will ich für die nächste Runde ausprobieren. Wir versuchen, Finrak ein bisschen näher ranzuziehen. Ja, Sephestia könnte eigentlich hinterherkommen. Solange die guten Skills für den Scharfschützen fehlen, ja, müssen wir das wahrscheinlich machen. Ansonsten würde ich mir eine andere Position suchen. Aber so, erstmal, erstmal. So, was machen wir als nächstes? Hier hinter volle Deckung gesprintet? Ich weiß nicht, was hier oben versteckt ist, deswegen traue ich mich nicht genau da rein zu rennen. Aber wir könnten uns ein bisschen rankämpfen. Komm. Probieren wir das. Der Gegner ist nicht auf Feldposten. Und wir sind einfach mal dreist. 66%. Bam! Mit der Schrotflinte weggeballert. Na, Aliens, wo seid ihr? Commander, wir registrieren einen Energieanstieg in der Gegend. Diese Bombe wird jeden Moment vollständig geladen sein. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Finrak, kümmere dich um den Energieknoten. Deckt keinen Gegner auf, ich bleib erstmal da. Gut, genau das gleiche mit Ignis. Aber Sie müssen noch diese Bombe finden.
Ja, wir haben genug Zeit. Gute Arbeit, Strike One. Das bringt uns ein paar Minuten. Ein paar Minuten. Und Sephestia, renn nach vorne, so weit du kannst. Na, kein Gegner gesichtet, aber in einer sehr schönen Position für die nächste Runde. Nur was machen wir jetzt mit Endgamer? Halte ich dich schön zurück oder sprintest du nach vorne? Da oben wäre wieder eine volle Deckung und da hier nichts zu sein scheint, ja, lassen wir Endgamer einfach mal über die Flanke laufen. Sehr schön, keinen Gegner gesehen und der Rest geht auf Feldposten. Bis jetzt alles cool. Niemand da. Endgamer wäre fast in Reichweite für den nächsten Energieknoten. Sephestia sieht immer noch niemanden. Ignis, was tun wir mit dir? Ist hier drin vielleicht noch ein Knoten zu sehen? Kann ich hier... Scheint keiner zu sein. Jedenfalls zeigt mir die Karte oben links nichts an. Wir müssen uns weiter bewegen. Noch gibt's zu viel Power für die Bombe. Endgamer, renne ich mit dir nach vorne? Ich trau mich nicht so ganz. Obwohl, wenn Finrak nach vorne sprintet, können die anderen Rückendeckung geben. Ja, das probieren wir. Come on. Niemand zu sehen. Not bad. Ignis, wohin? Wohin? Oder lasse ich dich einfach mal pro forma nach vorne rennen? Eieiei, halbe Deckung auf der Seite. Ich habe das Gefühl, ich muss ein bisschen aggressiver werden, damit mir die Zeit nicht wegrennt. Ja, das machen wir. Endgamer prescht nach vorne. Sieht keinen Gegner. Nicht schlecht für mich. Und Ignis ist hier zwar alleine, aber schaut erstmal, was hier drinnen im Mausoleum los ist. Sieht einen Gegner. Einen Schlangenmensch. Okay. Die Jungs sind ziemlich schwach. Das große Problem, was man mit ihnen hat, sie spucken Gift. Und das will ich mir eigentlich von hinten nicht so antun. Nicht, dass sie mich jetzt noch flankieren. Was tue ich? Hier stehe ich flankiert von ihm. Ich ziehe mich einfach mal zurück und gucke, was er macht. Sephestia, genau wie die anderen Jungs, nach vorne gerannt. Obwohl, dann habe ich niemanden auf Feldposten. Nee. Der Scharfschütze kann einfach mal ganz ruhig hinten sitzen bleiben. Schlangenmensch kommt. Na, dürft... Sieht Sephestia und verpasst. Passt ihm einen kleinen Treffer. Nicht gut, nicht gut. Aber jetzt... Wir registrieren einen Energieanstieg in der Gegend. Diese Bombe wird jeden Moment vollständig geladen sein. I know. Finra got it. Sehr gut. Sie haben noch einen ausgeschaltet. So, wo sind die weiteren Energieknoten? Endgamer, siehst du einen? Da hinten wäre einer. Aber ich glaube, das ist eher so... Ah, wir könnten hier nach vorne heizen. Das muss ich mir langsam überlegen. Finrak, du ziehst nach hier vorne, quer übers Feld. Ziel in Sicht. Gegner. Was haben wir? Sektoiden. Und die Bombe entdeckt. Sehr schön. Sephestia, was tun wir mit dir? 55% auf den Schlangenmensch da hinten. Wäre eine Möglichkeit. Ignis, 66 sogar. Jetzt wird's interessant. Entweder ich ziehe alle meine Leute nach vorne oder ich lasse Ignis rennen. Oh, wir hätten hier hinten... Ist es ein deaktivierter Energieknoten? Ja, oder? War ich da schon? Nee, der läuft noch. Dann wäre es sogar hilfreich, dahin zu rennen. Mit Ignis zwar ein kleines Problem, damit ich ihn nicht... Ah, schwierig, schwierig. Was tue ich? Was tue ich? Komm, wir sind ein bisschen aggressiver als normal. Ignis stürmt nach vorne und schießt. Und wenn ich den jetzt falsch stelle... Okay, wir probieren's. Sieht
kein weiteres Alien. Und mit 94%... Sweet! Und legt den Schlangenmenschen. Endgamer. Next. Schön weit nach oben. Hier vielleicht eine halbe Deckung oder genauso. Da oben hätten wir unseren Sektoiden, der wahrscheinlich sogar noch Finrak erwischt, was mir gar nicht gefällt. Was machen wir? Ziehen wir dich hier nach vorne? Oder reicht deine Rakete so weit? Fast sogar. Das wäre eine schöne... ein schöner Angriff geworden, aber das reicht nicht. Sobald wir ihn bewegen, ist er außer Sicht. Yes! Er sieht ihn auf eine große Reichweite, 38%. Kriegen wir den Energieknoten im nächsten, in der nächsten Runde? Ja, schon. Ich probiere es. 38 ist echt ziemlich schlecht, aber besser als nichts. Komm, schalt ihn aus. Ah. Daneben geschossen. Ah. Selber mit Cephestia. Nach vorne rennen und ein gutes Schussfeld haben. Probieren wir es. Daumen drücken, Daumen drücken. Der Sektoid verschwindet, versteckt sich. Ah, auf Feldposten geht der Gute. Diese Bombe wird jeden Moment vollständig geladen. Finrak sieht ihn. 53%. Feldposten ist ein kleines Problem. Wenn ich jetzt nach vorne sprinte, schießt das hässliche Vieh auf mich. Das erste, was Ignis macht, sich um die Energieknoten kümmern. Sehr schön. Einen hätten wir schon mal. Der Energieknotenpunkt ist lahmgelegt, Strike One. Ich wiederhole, Energieknotenpunkt deaktiviert. Noch ein Tick weiter. Sehr gefährlich. Eigentlich bin ich da hinten alleine und das ist was, was ich wirklich nicht unbedingt machen sollte. Ah, Finrak, dir geht's noch gut. Also, tu dein Bestes. Daumen drücken. Yes, der Sektoid schießt daneben, obwohl er auf Feldposten ist. Wir haben zwar ein neues Ziel. Da ist die Bombe. Jetzt genau. Mann. Okay, ich hole mir den Knotenpunkt und wir schauen mal. 53% auf den Sektoiden. Probieren wir's. Leider nein. Cephestia. Ziel steht. Nicht gut. Hier oben werde ich wahrscheinlich keine Schusslinie auf unseren guten Freund da unten haben. Vielleicht mit der Pistole. Falls nicht mit der Pistole, dann vielleicht ein... Nein, leider nicht. Das ist auch nur halbe Deckung da oben. Haben wir hier eine volle Deckung? Da unten hätten wir eine volle Deckung. Und auch wenn ich dabei in der nächsten Runde nicht schießen kann, genau da werde ich hinrennen. Endgamer. Volle Deckung, sieht den Gegner. 58%. Probier's, danach ist deine Waffe leer. Getroffen. Weg ist er. Und damit ist der Weg zur Bombe, glaube ich, frei. Ja, so sieht's aus. Finrak, Cephestia kommen beide nicht ran. Ignis holt uns einen weiteren Knotenpunkt. Sprintet in halbe Deckung. Sieht keinen weiteren Gegner. Vielleicht sind wir auch einfach raus aus dem Schneider. Wenn nichts mehr da ist, wird uns nicht genau gesagt, dass es niemanden mehr gibt. Wo sprintest du hin? Wo sprintest du hin, mein Guter? Come on. Okay. Cephestia geht einen Schritt nach vorne, wechselt auf die Pistole, geht auf Feldposten. Endgamer lädt nach, was eine ganze Runde dauert. Und Finrak sprintet schon mal in volle Deckung direkt neben die Bombe. Okay, okay, alles sieht gut aus. Schön. Okay.
Bombe ist entschärft. Gut gemacht. Jetzt müssen Sie nur noch die übrigen Feinde erledigen. Boah, nichts einfacher als das, oder? Eine Welle X-Rays nähert sich Ihrer Position. Augen auf. Ziele wurden aktualisiert. Nur wo sind sie? Okay, Scharfschütze geht auf Feldposten. Ignis, geh mal in volle Deckung. Und ein Sektoid. Und der kommt auch noch in meine Richtung. Dumme Sache. 14% Trefferwahrscheinlichkeit ist halt das Problem auf die Reichweite. Wisst ihr, was ich mache? Mal gucken, wie es mit der Pistole aussieht. 30% reicht mir immer noch nicht. Ich gehe mal auf Feldposten und in der nächsten Runde sprinten wir einfach auf den Sektoiden zu. Verpassen ihm eine Ladung direkt ins Gesicht. Na, okay, wir decken das Mausoleum ab. Auf Feldposten soll er mal tun. Oh, mehr Schlangenmenschen. Einer da. Einer da. Sie fest hier macht gerade einen Reflexschuss. Hahaha, sehr schön. Daumen hoch. In der gegnerischen Runde vom Scharfschützen gelegt. Na, das senkt doch mal gleich unsere Bedrohung. Sephestia, wie sieht's aus? Siehst du den nächsten auch noch? Nein, leider nicht. Okay, aber ein Feldposten da oben ist nicht das Beste für uns. Sieht er uns überhaupt? Wo steht denn der Gute? Muss mal kurz über die Karte gucken. Verdammt weit weg sogar. Das sollte uns... Oder? Steht er da? Nein. Ganz ehrlich, da wird gesprintet. Genau. Renn nach vorne, hol ihn dir. Ach, der Sektoid war... Und schießt daneben. Da habe ich einen Fehler gemacht, hätte ich sonst nicht getan. Solange ein Stürmer noch keine blitzschnellen Reflexe hat, wie sie später kommen, wir stehen direkt vorm Sektoiden und mit 100% Trefferwahrscheinlichkeit... Ich gehe mal ganz kurz zurück auf die Schrotflinte. Und BAM! Ja, macht dann Strich auf seiner Liste. Endgamer. Wir brauchen diesen Schlangenmenschen. Da ist er. 58, wir probieren's. Sweet! Und, haben wir die Mission? Perfekt! Die Energiesignatur der Bombe wird mit 0 angezeigt. Das war's. Perfekte Mission. Na, ich bin mal gespannt, wie lange das weiterläuft. Eine weitere Entführung? Okay, ganz kurz ignorieren. Erstmal zu Hause ankommen. Sieht aus, als hätten Sie da unten alles im Griff. Sie tragen nicht einmal einen Kratzer davon. Ah, not bad. Okay. Endgamer, du hast den Spitznamen Papa Bär gekriegt. Sergeant, was geben wir unserem Heavy? Es gibt zwei Möglichkeiten auf Sergeant. Einmal eine Schredderrakete, genau so eine große Rakete wie bei der Bazooka auch. Der Schaden ist ein bisschen geringer. Dafür erleiden alle Gegner, hier unten steht es nochmal, falls ihr es nachlesen wollt, die nächsten vier Runden danach 33% mehr Schaden. Extrem cool für die größeren, dickeren, gepanzerten Gegner später. Ups, anders überlegen. Deckungsfeuer habe ich beim letzten Mal spielen häufig genommen mit meinen Heavies. Im Grunde läuft es so. Der Gegner verringert, die Treffsicherheit des Gegners wird verringert, sogar ein gutes Stück. Und falls er sich bewegt, kann man sogar in der gegnerischen Phase auch noch einen Reflexschuss abschießen. Im Grunde sowas wie eine verbesserter Feldposten, da Heavies im Allgemeinen nicht so gut treffen, bin ich lieber auf der Seite der Schredderrakete. Vielleicht können wir sogar später zwei Heavies trainieren, wo wir je nachdem, was wir für Missionen vor uns haben, den einen oder anderen mitnehmen. Aber hier erstmal Schredderrakete. Gut, nächster. Unser Scharfschütze Sephestia. Zwei Möglichkeiten. Schnellschuss.
Wir können uns auch noch nach Bewegung mit dem Scharfschützengewehr schießen, was sich erstmal sehr geil anhört, aber Truppsicht ist mein absoluter Favorit. Wenn der Scharfschütze ein klares Sichtfeld auf einen Gegner hat, der von einem anderen Truppenmitglied gesehen wird, sprich, er muss jetzt nicht direkt den Gegner sehen, aber wenn im Grunde eine Linie besteht zum Gegner und ein anderes Truppenmitglied den Gegner sieht, ich werde es euch gleich zeigen, ist ein bisschen einfacher zu zeigen als zu erklären, kann der Scharfschütze schießen. Das heißt, ich könnte mich hinten zurückhalten auf einer Fläche mit wenig Deckung und quer über die Karte ballern, was ich mit ihm hier auf jeden Fall machen will. Bam! Truppsicht für Sephestia. Ignis Rex kriegt auch noch was. Zwei Möglichkeiten. Aggression. Je mehr Gegner in meinem Sichtfeld sind, desto höher meine kritische Trefferchance. Auf der anderen Seite Taktikverständnis. Je mehr Gegner in Sichtweite des Stürmers, desto höher die Verteidigung. Hier nehme ich Taktikverständnis, obwohl man gut beides machen kann. Ich spekuliere mal darauf, dass meine Leute möglichst lange überleben und auch die hohen Skills mitnehmen. Und Labore. Ab jetzt können wir Labore bauen. Für mich vollkommen uninteressant. Ich baue nie Labore. Man kriegt über die Zeit ordentlich Wissenschaftler mit. Meine erste Priorität ist immer Ingenieure, danach eher Kohle und ja, andere Perks. Aber Labore, ich baue nicht mal eins. So, Panik verringert, 4 Wissenschaftler abgesandt. Wir behalten sie im Auge. Nicht schlecht. Mit den paar Credits, die wir jetzt gekriegt haben, will ich auf jeden Fall eine Sache machen. Den Aufzug bauen. Zack. Damit wir im nächsten Monat uns hier ausweiten können. Sogar vielleicht noch einen weiteren Satellitenkontrollzentrum. Uns hier kümmern um die Energie. Und auf der anderen Seite vielleicht sogar noch eine weitere Werkstatt. Bis dahin einen weiteren Satelliten her. Wo ist er? Da ist er. Wir haben schon einen. Bauen wir uns halt noch einen. Sweet. Läuft schon mal gut. Und dann würde ich sagen, für heute erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mir macht das Spiel schon wieder wahnsinnig Spaß. So, nachdem ich es jetzt einmal durchgespielt habe, dachte ich, ja, ist okay, ich brauch's nicht. Aber ein Let's Play davon machen, extra sweet. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.